Jo, da sind wir wieder und es geht direkt weiter. Wir sollen irgendwelche Fotos machen. Ah, hier haben wir direkt so eine geile Flasche. Boah, alter Vater, was geht denn hier für eine Party? Ah ja, ich hab schon wieder was, was mir nicht gefällt, Mann. Nachschubs an Fontaines Schmuggler in Port Neptune gewandt, damit ich weitermachen kann. Fontaines Männer sind Schweine. Sie spucken und sie stinken zum Himmel. Aber anders als viele andere hier, liefern sie pünktlich und stellen keine Fragen. Sie haben alle schreckliche Angst vor Fontaine. Er erinnert mich ein bisschen an die Deutschen. So effizient. Es würde mich nicht wundern, wenn er hier unten schon bald das Regiment übernehmen würde. Ach, läuft bei denen. Boah, läuft wieder so ein Hurensohn. Scheiß Viech da oben an der Decke, ey. Läuft bei dir. Schießt denn da? Wer ist da? Der Rat ist in Aufruhr. Man befürchtet, dass es zu Ausschreitungen in der Stadt kommt. In solchen Zeiten braucht es eine harte Hand. Den Schmugglern muss das Handwerk gelegt werden. Jeglicher Kontakt zur Oberfläche bringt Rapture ein Stück näher an die Parasiten, vor denen wir einst geflohen sind. Ein paar Hälse in der Schlinge sind ein angemessener Preis für unsere Ideale. Bringst du dem alten Peach jetzt endlich seine Fotos oder bist du nur als Tourist hier? Ist alles cool. Okay, Film kann man anscheinend auch kaufen. Ich habe aber schon wieder vergessen, was ich fotografieren soll, wenn ich ehrlich bin. Ausgetrickst, du Monster! Fass sie nicht an, du Monster! Ah, man kann auch Fotos fotografieren. So wenig Punkte, wollen wir verarschen? So, die Elektrizität. Power gleich nochmal. Na, gib ihm. Spider, Splicer-Organ. Was soll ich denn damit, Mann? Oh, give me $20. So, dann haben wir jetzt auf jeden Fall ein paar Batzen hier eingesammelt. Kommt her. Oh, nochmal Film, Alter. Kaffee trinken, dann werde ich wieder schön wach. Ein paar Bandagen. Weiß nicht, wofür die sind. Gibt schon direkt am Anfang, aber ich weiß immer noch nicht, was die genau können, ne? Wie mache ich das Ding denn überhaupt? Muss ich da irgendwie gegenhauen oder was? Soll ich ihn fotografieren? Ich weiß es nicht. Ah, die glitzert halt so. Der muss 100 Pro. Ja, okay. Zwei von drei, okay. Oh, da oben haben wir noch was Schönes. Okay, es wird mir angezeigt, dass hier irgendwie was Geiles ist. Irgendwie so ein. Ach, Bot, Shutdown. Hat sich erledigt. Also, bin ich jetzt hier komplett nur wegen dem Scheißviech da hingelaufen, aber. Anscheinend. Ja, dann laufen wir mal geradeaus weiter. Boah, hab ich mich erschrocken, ey. Gib mir das. Judas! Judas, komm her. Zeitweise dachte ich, das wäre das Paradies. Oder die Parasiten aus Moskau vergessen zu können. Ich glaubte, die marxistischen Atomen Jahrespläne entronnen zu sein.
Wow. Aber als die Deutschen in ihrem Wahnsinn wow. das Schwert schützen, um das tausendjährige Reich zu erschaffen, begannen die Amerikaner von dem bolschewistischen Gift zu trinken, das Roosevelt und seine Lakaien ihnen einflößten. Willkommen im Zirkus der Werte! Ja, nichts der Werte. Auch Monit. Okay. Hier sind das ja alle Laternen, oder was? What the fuck? H gedrückt, mal hier was behalten, wenn nicht weiter. Aber H ist einfach nur die scheiß Map, Mann. Keine Ahnung, was die von mir wollen. Die wollen, dass ich H gedrückt halte. Ah, okay, habe aber schon mal wenigstens ein Zielbuch gefunden. Oh, im Sprung habe ich mir zwei Beine gegeben, ey. Boah, Junge, Alter. Guck mal, ist hier irgendwas drin? Aber wenn ich da einspringe, komme ich bestimmt nie wieder raus. Ah, doch, komm ich. Ach, guck mal an. Ich habe einen Geheimgang gefunden. Hahaha. Und sprachen Kinder an, denn er ist stark. Wir haben uns von dir abgewandt. Ja, Gesicht, ne? Mega ab, einen absaufen hier oben, ey. Oh, Junge. Jetzt geht die Party richtig ab. Oh, fuck. Na, egal. Oh, Munition. Schade. Dann gehen wir erstmal hier unten längs. Danke, dass meine Frau und mein Sohn in diesem dreckigen U-Boot stecken, macht mich rasend. Hilf mir, sie zu retten, dann stehe ich auch ewig in deiner Schuld. Für so leicht durchschaubar hältst du mich also. Selbst im tiefsten Meer ist der Herr alles. Vergeht nicht. Ja, wir mal schön Foto schießen. Oh, Sicherheitskammer, okay. Die Schatten Sicherheitskammer sind anfällig für Panzerbrechen, Munition und Elektrizität. Ja. Was ist? Ich bin einfach ein. Ich hätte auch einfach alles unter Strom sprengen können, wenn ich mir das mal so überlege, aber naja. Oder ich hätte die Sicherheitskamera auf coole Art und Weise noch verzaubern können. Und wenn hier irgendwann mal ein Big Daddy reinkommt, wegen so scheiß Löchern, ja, dann will ich niemals gegen Big Daddy kämpfen, ey. So, zumindest nicht freiwillig. Denn da? So ein bisschen das Gefühl, dass ich was übersehen habe, wenn ich jetzt zurückgehe. Weil ich hätte ja nach oben gehen können und da ist auch noch was. Dann mache ich das erstmal. Ich gehe jetzt erstmal nach da oben. Oh. Dann geht nach die Munition aus. Oh, guck mal, wir haben einen Turm gefunden. Ich habe Ryan kennengelernt, als ich mit den Jungs die Klempnerarbeiten in seiner vornehmen Bude an der Park Avenue angefangen. Hey, sagt er, was sollen die Messingrohre? Mein Bauleiter hat gesagt, ich bekomme nur Zinnrohre. Ja, sage ich, ich schätze, dann wird Ihr Bauleiter wohl alle zwei Wochen Ihr Klo auspumpen müssen. Wenn Ihnen der Preis für die Messingrohre Sorgen bereitet, kann ich Sie beruhigen. Da kann ich was machen.
fragt er, warum sollten Sie das für mich tun? Naja, Mr. Ryan, sage ich, weil ein von Bill McDonagh gebautes Klo niemals von irgendwem ausgepumpt werden muss. Gewinn hin oder her. Am nächsten Tag war ich dann Ryans Bauleiter. Neuer Tonikum, Deep. Deep verleiht ihnen so etwas wie den sechsten Sinn. Sie sehen Dinge, die sie sonst übersehen hätten und entdecken Dinge, die sie sonst liegen lassen hätten. Man könnte meinen, sie hätten mit Deep einen Röntgenblick. Naja, gut, das brauche ich jetzt gerade nicht drin. Was willst du von mir? Mir ist aufgefallen, dass ich... Okay, ich kann nicht noch mehr Pistolenkugeln tragen, weil die mich trollen. Ich habe noch einen Schuss, Mann. Oh, das war die panzerbrechende Munition. Oh, ich Vollidiot. Na, egal. Ich kriege sie alle. Ich könnte mir selbst auf die Schulter klopfen, aber mal im Ernst. Das sind keine blutrünstigen Kriminellen. In Rapture wimmelt es von Dichtern, Künstlern und Tennisspielern, aber nicht von bezahlten Killern. Aber ihr Anführer, dieser Fontaine, der kennt sich mit Gaunereien ganz genau aus. Er selbst macht sich die Hände nicht schmutzig. Er lässt aber durchblicken, dass mit ihm nicht zu spaßen ist. Oh, ich könnte mir jetzt richtig mal die Kante geben. Liebste, es tut mir leid, aber ich werde mich heute wieder verspäten. Rosenberg will mit mir über Fontaine sprechen. Ich versuche hier einen ordentlichen Finanzmarkt aufzubauen und alles, woran dieser Idiot denken kann, ist Adam hier und genetische Veränderung dort. Ich werde eine Stunde lang so tun, als ob ich dem armen Kerl zuhöre und mache mich dann so schnell wie möglich auf den Heimweg. André. So, wir schmeißen jetzt eine Party. Ich speichere mal kurz ab und dann werde ich mich maßlos betrinken und gucken, ob ich irgendwie verrecke dann. Okay, mehr als so geht wohl nicht. Aber jetzt habe ich echt mal... Oh, da ist noch was. Gib mir das. Wow, 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 Alter. Ich bin bestimmt dauernd zur Stunde. Gib mir noch mehr Alkohol. Alkohol! Oh, Junge, Alter. Alkohol. Ja. Jetzt muss ich erstmal ausnüchtern. Boah, Junge, mir wird richtig schwindelig, ey. Alkohol, 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 hol, hol. Türsteuerung, ja, das ist im Arsch. Super. Gehen wir erstmal hier längs, gucken mal, was hier so geht. Das kann ich nicht. Oh, was passiert denn hier, Mann? So. Wow. Oh, lol, was? Mann, ist nicht clever. So, Kontaktminen sind schon echt ganz geil. Vater, Big Daddy. Das ist der Sündelohn. Erstmal Foto schießen, wer mich einmal ballern ist. Oh, what the fuck, in hier. Hast du mich selber gesprengt oder was? Okay. Du glaubst, du kommst damit durch? Wow, wow, wow. Ich habe meine Frau bei unserem ersten Rendezvous hierher gebracht. Hält mich wahrscheinlich für einen Spinner. So, er geht mit einer feinen jungen Dame an einen so trostlosen Ort. Aber du kennst
meine Moira nicht. Schick ihr eine Perlenkette und Seidenkleidchen. Tanzt sie mit ihr. Wenn du ihr eine Bulle rumschenkst, Seemannslied singst, dann seufzt sie jeden Piraten unter den Tisch. So. Versuchen wir mal unser Glück. Ja, das ist natürlich mega bitter. So, wow. Also leicht ist das nicht, Mann. So, ah ne, scheiße, einen höher muss ich machen. So. Und so. Gib ihm. 45 Panzerbrechen, MG-Patronen, 3 ionische Schrotter. Gar nicht verkehrt. So, ich muss jetzt mal kurz die Leiche fotografieren, oder? Ja. Ich guck mich aber trotzdem lieber nochmal erst hier komplett um. Aber weiß Gott, wenn man den fotografiert, kann ja immer wieder was passieren noch. Ach, hier haben wir schon wieder so einen Code, scheiße, Mann. Ich hab keinen Plan, wie der Code ist. Darauf tue ich ihn ein. Mein Gott, ich bin so, bin ich nicht so bescheuert und finde nie die Codes, Mann, das ist echt richtig kacke. Na, komm her. Spider-Splicer Organe können wie Verbandskästen verwendet werden. Okay, ja klar. Warum nicht? Hört sich so an, als würde das ausreichen. Wärst du so freundlich, dich auf den Weg zurück zu den Fontaine Fisheries zu machen? Muss man irgendwie den Händen folgen, Alter. Das kann ja auch sein. Ich will jetzt einfach mal irgendwie hier das Passwort finden für den Scheiß. Das kann nicht sein, ey. Na gut. Ich mache jetzt erstmal einen kleinen Cut und man sieht dann im nächsten Part wieder. Bis dahin, Leute.